Oh yeah, das läuft ja richtig gut. Wie offline? Get out of here. Ihr kennt das bestimmt, oder? Nicht alle, denen ihr online begegnet, sind genauso höflich und respektvoll im Umgang wie ihr. Doch worauf kommt es beim Online-Gaming überhaupt an? Wir haben uns das Ganze mal angeschaut und zeigen euch jetzt in diesem Video kurz und knackig die Dinge, die ihr im besten Fall beim Online-Gaming unterlasst. Und als Bonus zeigen wir euch jeweils eine viel bessere Lösung. Ja, genau. Xbox-Dach mal wieder mit dem Future-Shit am Start. Mag bisschen früh sein, aber falls ihr schon auf den Like-Button klicken wollt, wir halten euch nicht auf. Ja, wir steigen gleich voll rein. Ist ja auch ärgerlich. Das ganze Spiel lagen wir vorne und in letzter Sekunde geht der Sieg ans andere Team. Oh, wie groß ist die Versuchung, einfach kurz vor der runden Glocke den Stecker zu ziehen, oder? Spiel aus. Der klassische Ragequit eben. Zum Glück gibt es mittlerweile viele Spiele, die häufiges Quitten ahnden. Doch die eigentliche Lösung liegt in euren Händen. Was ihr machen könnt, zeigt online, dass es auch anders geht. Generell solltet ihr die Niederlagen weniger ernst nehmen und euch stattdessen darauf konzentrieren, was ihr daraus lernen könnt. Denn sind wir mal ehrlich, es wird schon einen Grund haben, warum die anderen auf dem Weg zum Sieg sind, oder? Und wenn ihr erstmal Alt-F4 gedrückt habt, dann ist es zu spät. Wenn ihr eine Minute später wieder einen kühlen Kopf habt, ärgert ihr euch vielleicht. Schlimmer noch, ihr fragt euch, wie es ausgegangen wäre. Und wenn wir schon bei unprächtigem Verhalten sind, widmen wir uns doch gleich den Fans von Zelten und Campingstühlen. Oder um es konkret zu sagen, denjenigen, die sich gerne in schwer zugänglichen Ecken verschanzen, um gemütlich Abschüsse zu sammeln. Natürlich spricht nichts dagegen, eine Position zu halten, wenn beispielsweise ein Objekt verteidigt werden muss. Aber hier liegt eben auch der Unterschied. Die Frage ist nur, wie ihr Campingfans auf dem Schlachtfeld begegnet. Zusammen eine Wurst anbraten am Lagerfeuer ist leider keine Option. Und wenn ihr euch auf ein Gefecht einlasst, endet das häufig damit, dass ihr noch frustrierter seid. Daher unser Tipp, bleibt entspannt und denkt dabei bitte auch besonders an den ersten Punkt im Video. Ups, das war natürlich keine Absicht. Aber hey, nobody's perfect, oder? Fehler passieren und im Eifer des Gefechts ist Teambeschuss eben auch nicht ausgeschlossen. Anders ist es natürlich, wenn ihr es mit Absicht macht. Das nervt nicht nur, sondern zieht den Rest des Teams gleich mit runter. Und ob Teambeschuss aktiv ist, könnt ihr vor einem Match sehen und müsst es nicht ausprobieren. Wollt ihr euch mit einem Teammate messen, trefft euch doch einfach zu einem ganz traditionellen 1 gegen 1. Auf diese Weise wurden bereits Streitigkeiten geklärt und wenn am Ende alle gemeinsam lachen können, gewinnen sowieso alle. Bonus, falls es einen Spectator-Mode gibt, hat der Rest des Teams auch noch was davon. Win-win. An dieser Stelle könnt ihr übrigens auch super auf den Like-Button drücken. Just saying. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Gaming ist vor allem eins. Spaß. Seid euch darüber bewusst, dass es das auch für andere ist und sorgt dafür, dass es auch so bleibt. Ist euer Team mal nicht besonders gut oder ein Kampf gegen einen Raid-Boss ist besonders schwierig und ihr verliert ein um das andere Mal, bleibt cool. Konstruktive Kritik bringt euch mit Sicherheit eher weiter, als euch Fehler vorzuwerfen. Ermutigt euch, anstatt euch herunterzuziehen. Und vor allem bleibt verständnisvoll. Denn ehe ihr euch verseht, seid ihr es vielleicht, dem ein Fehler passiert. Und ihr wisst ja, das Herz im Team steht für Zusammenhalt. Dieses Verhalten ist für die meisten von euch vermutlich eher eine Frage des Grundverständnisses von Spielen. Wie eben aber erwähnt, spielen nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen. Hier also für alle zukünftigen Koop-Sessions einmal zackig erklärt. Das beste Loot befindet sich immer abseits der Wege und vor allem selten in der Richtung, in der ihr der Story folgen sollt. Wundert ihr euch also, warum ein Teil der Gruppe plötzlich hektisch in die falsche Richtung läuft, können wir euch beruhigen. Ja, das ist das Muskelgedächtnis. Zu guter Letzt ein weiterer Verhaltenstipp für eure Koop-Session. Lasst niemanden im Stich. Wenn euer Internet mal den Geist aufgibt, könnt ihr natürlich nichts dafür. Und wenn das Haus brennt, solltet ihr andere Dinge vor eurer Konsole retten. In allen anderen Fällen gilt, Team bleibt Team. Und wenn ihr gerade noch eher Lust habt, ein paar Folgen Halo zu schauen, lasst das eure Mates wissen und beendet die Koop-Session. Besonders schlimm kann das nämlich sein, wenn das aktuelle Spiel ohne ein vollständiges Team kein Weiterkommen erlaubt. Das mag euch jetzt überraschen, aber wenn ihr gemeinsam spielt, dann spielt ihr nicht allein. Duh. Wie ist das bei euch? Welche Benimmregeln sind euch besonders wichtig und bei welchen No-Gos verliert ihr das Interesse an euren Team-Buddies? Verratet es uns doch in den Comments. Und wenn ihr schon dabei seid, testet doch mal den neuen Abo-Button. Er sieht nicht nur schick aus, sondern hilft euch in Sachen Xbox immer auf dem Laufenden zu bleiben. Außerdem verleiht er euch magische Kräfte.
Gut, eine dieser Aussagen stimmt so nicht. Also bleibt euch wohl nur, den Button zu drücken. Upsi. Wir hoffen, ihr hattet wie immer viel Spaß mit diesem Video. Zeigt es uns doch mit einem Like. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns online.